Hohoho, ho, ho. Es ist wieder Teamkampfzeit in Raging Blast 2. Diesmal kam ein Kämpferwunsch ein von Super Lucario Flash 93. Nach der Zahl hinten kann man davon ausgehen, dass er bereits 18 oder 19 Jahre alt ist. Mann, habe ich männliche Zuschauer. Aber okay, sein Wunsch ist ein guter eigentlich. Ich soll nämlich als Son Goku, natürlich wieder klassisch, ne, zusammen mit Son Gohan, ja, und zusammen mit Son Goten gegen die klassischen Bösenwichte kämpfen, nämlich Freezer. Ich weiß gar nicht, ob der schon in der vollen Form sein soll, aber das hat er eigentlich hier nicht angegeben. Deswegen, obwohl, nee, das ist mir lieber. Komm, machen wir es jetzt ganz männlich. Freezer in dieser Form. Gegen Freezer. Gegen Cell. Natürlich auch in seiner perfekten Form dann. Oder die lieber. Und dann noch gegen Buu, den ich dann auch zu seiner Endform mache, nämlich Kid Buu. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich jetzt Kid Buu genommen habe, weil da steht egal welcher. Okay. Und dann noch Bojack. Den verwandeln wir natürlich auch. Und dann auch noch Janemba. Den es ja nur als Super Janemba hier gibt. So, die 5 gegen uns 3. Mal gucken, wie das wird. Welches Stage würde denn gut dazu passen? Cell Ring ist eigentlich meine Lieblingsstage und das ist ja wirklich ein fetter Kampf, deswegen nehmen wir die einfach. 3 gegen 5, die Son Goku-Familie gegen die Bösewichte der Filme und der Serie allgemein. Das wird gut. Ach ja. So, los geht's. Hey, das ist sehr interessant. How uninteresting hier, mir wird's ja gleich. So nun nicht, mein Lieber. Tja. Ich finde auch gut, dass sie immer so Dialoge während des Kampfes haben, die teilweise echt zusammenpassen, wenn die Charaktere zusammenpassen, wie zum Beispiel Son Goku gegen Freezer, ne? So passt ja mal übel zusammen, finde ich. Sora, Sora! Kaioken! New Bands! Zack! Okay. Weil es Freezer ist. Ja, das solltest du wirklich. Ja, Freezer. Nicht mit mir. Oh, what happened? Tschuuu! Ich finde das so geil, dass dieser unten, dieser Dialog da unten, ey. Du. Was war das denn? Tja, lame. Meteorkracher, das hört sich gut an, das will ich. Was war das denn? Fans, zack. Tja, so will ich's. So und niemals anders, Freezer. Du hast es verstanden? Ich hoffe doch. No, I'm angry. Komm her, Freezer. Friss mein zorniges Kamehameha. Das war's für Freezer. Oh yeah. Na klar. Okay, gehen wir zu Son Gohan. Ja, wechseln wir. Oh, Cell will nicht mal eintreten? Ja, da umso besser. Son Gohan gegen Cell. Damals ein epischer Kampf, als er zum Zweifachen als Teenager wurde, wie ich finde. Friss, gleich mein Super Kamehameha. Hehe, Problem? Dieses Face dann noch am Ende. Wow. Ich frag mich eigentlich, was er so drauf hat. Explosiver Madan. Aha.
Ah ja, das sieht sehr gut aus. Ich freue mich, dir eine reinzuhauen, Cell. Weil du es einfach nicht wert bist, getrollt zu werden. Obwohl doch bist du. Problem? Hey, das habe ich nicht von dir verlangt, also hau wieder ab. Pfui, das hast du nicht gemacht. So. Ach komm, weil du es bist, Cell. Ah, Bierschiss. Ich finde das so toll, diese Anmerkung, dass er auch noch sagen muss. I'm a Super Saiyan now. You ready? Ich meine, es ist nicht offensichtlich, dass er irgendwas an sich verändert hat, was super ist. Nein, Problem. Boah, jetzt hat er mich voll weggehauen. Ich bin sowas von geplättet. Er hat ja dasselbe, außer das hier. Das sieht gut aus. Wow. Toll. Problem? Problem? Ich liebe es und ich sag zu oft Problem. Und Cell ist damit gefinished. Ja, da kommt der Char. Ja, komm, so einen guten. Und er will auch nichts dagegen machen. Cool, my turn. Yes, it's your turn. Ich habe das übrigens, das jetzt geht's los, weggemacht und stattdessen Aufladung gemacht. Weil die dann doch etwas besser ist. Sieht dann so aus. Wenn die getroffen hätte, wäre sie voll gut angekommen. Wenn ich getroffen hätte, hätte dieser Spruch wohl gezogen. Gut, dann halt mit der poopigen Variante. Poops. So, Aufladung. Zack. Oh yeah. Oh scheiße. Dann halt doch jetzt. Bam. Ich finde das voll knuffig. Ach ja, und übrigens, ich weiß gar nicht, ob das im Deutschen so ist, müsste aber auch im Deutschen so sein, aber im Englischen spricht Son Goten das Kamehameha immer falsch aus und sagt Kamehameha. Ich glaube, Trunks sagt dann auch irgendwie, du sagst das falsch oder so. Auf jeden Fall haben die das sogar hier im Spiel geändert, den Namen, und haben es Kamehameha bei Son Goten genannt. Das finde ich übel cool. Passt auf, siehst du, seht ihr? Kamehameha. Da stand das da unten. Ja, ich finde, du bist scheiße. Du bist doof, 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 doof. Man kann übrigens, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Diese blaue Umrandung hier bei so einem guten kommt, wo ganz viele Schlagangriffe auf einmal auf den Gegner ausführt. Beim letzten Schlag kann man beim richtigen Tastendruck diesen Angriff sogar vom Gegner ausweichen oder von mir halt, wenn der Gegner schlau genug ist. Das habe ich einmal geschafft. Jetzt abgewählt, verdammt. Das darf nicht sein. So will ich das aber nun wirklich nicht. Naja, der hat ja nicht unbedingt die Oberburner an Attacken hier. Oh, scheiße. Boop, 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 boop. Komm her, jetzt will ich aber finishen. Jetzt ist Schluss mit Pupig. Nein, ich halt schon an. Wie das aussieht bei denen. Egal, jetzt will ich aber lospupen. Unglaublich, wie pupig du mit mir umgehst. Ich bin doch immerhin noch ein pupiges Kind. Hey, nicht mit mir. So, jetzt aber pupig. Pups, pups, boom. Oh, das ist erledigt. Okay, das ging schnell. Let's play, Mon. Nächstes Mal wieder zu Son Gohan. So, als erwachsener Son Gohan müsste Bojack eigentlich gar keine Chance gegen ihn haben, denn im Film wurde er damals von als Teenager Son Gohan besiegt, als Zweifacher. Also er ist, glaube ich, stärker als Cell, aber auch nur ein wenig. Also als Zweifacher konnte Son Gohan ihn noch übel locker besiegen. Hier, diese Attacke, meine ich, da kann man im letzten Schlag ausweichen, wenn man den richtigen Knopfdruck drückt. Mann, verstehen hier! Also Bojack hier. Are you ready for the real fear? Ja, Mann! Ich liebe es. Tja, kommt die alte Angst zurück, Bojack? Du erinnerst dich an diesen Angriff, hä? Zack! Oh, verdammt. Güte! Warum müssen Gegner immer die besten Angriffe ruinieren? Nein, das erwarte ich von dir nicht. Hey, 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 hey. So nun aber nicht. Tja.
voll gefailt, würde ich da sagen. Explosive Kombination, die kennen wir ja schon leider. Obwohl, leider ist ja gut. Die kennen wir halt einfach. Aua. I won't hold back this time. Boom. Zack. Und tschüss. Whee. Süß, wie du fliegst. Ehrlich. Ganz knuffig. Oh, schade. Und er bleibt auch noch so dumm stehen und guckt so und denkt so, oh, ich mach ein Geld auf in der Kacke. Dachte ich mir halt auch. So, jetzt sollte ich aber erstmal verschwinden. Denn jetzt bin ich gerade in einem pupigen Zustand. Und jetzt geht's wieder mit meiner Pupigkeit voran. Das freut mich doch. Hier, friss einfach und stirb. Hey, was ist das denn? Und erledigt. Okay, der letzte Gegner. Super Janemba. Natürlich muss ihn Son Goku besiegen. Als was denn sonst? Weil im Film wurde er auch von Son Goku, an sich nicht Son Goku, aber ich habe jetzt nicht Vegeta zum Fusionieren. Also er wurde von... Oh, scheiße. Er wurde von Gogeta getötet damals. Und das kann ich leider nicht bieten, aber was ich bieten kann, ist das hier. Oh yeah. I'm gonna knock you out. Hm. Bam. Sweet. Ah Mann, cool. Ich will die ganze Zeit eigentlich das da machen. Hehe, ich liebe diese Attacke. Die haut schon rein, die ist echt cool. Yeah. Son Goku lädt sich extrem schnell auf. Ich glaube, ich habe ihn Ki-Ladung plus eingekaut bei Super Saiyan 3. Zack! Und gute Nacht! Oh ja, das wahre Kamehameha ist so geil. Ja, das ist wohl wahr. Damit hätten wir diesen grandiosen Kampf hinter uns gebracht. Seht ihr, wenn es ein langer Kampf ist, dann... Also wenn es ein größerer Kampf ist, dann dauert er auch mal seine 10 Minuten. Also, danke Superlocaro Flash 93 für diesen schönen Vorschlag. Ich habe ihn genossen. Und ich lasse immer solche Vorschläge wieder willkommen. Also, ich hoffe, Superlocaro Flash und alle anderen hatten Lust, sich das anzugucken. Und ich wollte eigentlich Spaß sagen, aber keine Ahnung, wie ich auf Lust gekommen bin. Egal. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Raging Blast 2, Freunde. Bis dahin. Ciao.